Ja, hi und willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich bin ja gerade mitten im Spiel mit diesen einen Typen, den wir letztens schon versucht haben zu erledigen, ne? Und ja, ich glaube, wir werden diesmal gewinnen. Das ist nicht schlecht, ne? Ich habe ein, zwei neue Karten in mein Deck reingepackt. Ich glaube, das hat mir geholfen. Ich habe jetzt auch so eine Karte, die ich auf andere Karten draufpacken kann. Hatte ich die nicht sogar gerade platziert? Weiß ich nicht. So, sieht gut aus. Der hat schon seinen Zug beendet. Also der kann nichts mehr machen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur noch dafür sorgen, dass ich hier genug Punkte kriege an einigen Stellen. Was, glaube ich, nicht so ein Problem ist, ne? Ich mache einfach das hier. Boom. So, der hat seinen Zug beendet. Der kann auch nichts mehr spielen. Ich wollte schon sagen. So, und ich habe jetzt irgendwie die Karte hier rein, den Chocobo Jockey, welche irgendwie den Effekt hat, dass wenn ich irgendwie die Reihe gewinne, während diese Karte darauf ausgespielt ist, dann kriege ich 10 mehr Punkte, was ein bisschen Overkill ist, aber okay. Also genauso wie er hier, ne? Er kriegt da 3 Punkte beim Sieg, ne? Aber ja, da finde ich das ein bisschen krass. Also ja, es war vor Overkill, was ich hier gerade mache, aber warum nicht, ne? So, und ich habe gewonnen. Gott sei Dank. War, glaube ich, erst der zweite Versuch nur, den ich gerade gemacht habe. Also ja, gut, haben wir den erledigt. So, genug vom Kartenspiel. So, ist halt auch so eine Karte. Diese Karte kann auf einer verbündeten Karte abgelegt werden, um sie damit zu zerstören. Ja, werde ich vielleicht reinnehmen. Ich habe auch so eine Karte jetzt da drin. Mist, ich habe verloren. Sag mal, hast du etwa auch? Ja, ich habe im Krieg meine Stimme verloren. Deswegen möchte ich später kein Interesse für Gebärdensprache wecken, damit mehr Leute sie lernen. Verstehe. Viel Erfolg dabei. Danke. Ich frage mich, ob da irgendwelche zufälligen Zeichen jetzt waren, nur ob die wirklich irgendwie links waren. Also ja. Gratuliere. Du hast nun den Rang Blutbaron erreicht. Cloud. Boah. Cloud, gegen den du auf der Fähre gespielt hast, hat ein Versionsupgrade erfahren. Er befindet sich momentan unterhalb des Gold Sourcers. Tritt doch erneut gegen ihn an. Finde heraus, ob das Upgrade etwas gebracht hat. Okay, aber nicht jetzt. Ich habe genug vom Kartenspielen erstmal. Ich werde erstmal andere Sachen machen, ne? Okay, Level 6 war das nur, was? Irgendwie ein paar Spieler verpasst, keine Ahnung. So, in der letzten Folge haben wir ja das Dorf der Gie erkundet, ne? Und haben uns hier um die Story in Cosmo Canyon gekümmert und wir sind jetzt eigentlich hier fertig, ne, mit allen. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf in unserer Erkundung, ne? Da habe ich gesehen, sind zwei Quests. Vielleicht sollten wir damit anfangen, ne? Da werden wir doch wahrscheinlich gezwungen werden, hier durch die Gegend zu rennen. Das ist eigentlich vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Erst die Quests annehmen und dann sagen die, oh, du musst irgendwie hier hin und dann kann ich nebenbei die Erkundung machen, ne? Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Also machen wir dann, ne? Ein bisschen koordinierter, ne? Na, habe ich schon irgendwas, renne ich da irgendwo da um die Gegend, habe da irgendwas erkundet. Und dann sagt mir Quest, oh, du musst noch mal dahin. Da hätte ich ja direkt dahin gehen können, ne? So, Bogenhagen. Eigentlich wollte ich mal wieder raus, um Feldforschung zu betreiben. Kann ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wo ich die auf den Seelen hingelegt habe. Kann mir jemand beim Suchen helfen? Alles klar. Meister Bogen. So, habe ich noch... Ja, genau, das Team will ich. Na gut. Wo muss ich jetzt hin? Ja. Position auf der Karte, Auftrag priorisieren, so. Ist noch ein bisschen so komisch hier so zu navigieren, habe ich so ein Gefühl. Okay, wenn das jetzt irgendwie so der Standard von den BDK-Spielern ist, dann, oh mein Gott. Ist ein bisschen nervig. Okay, ich habe eigentlich nur zwei Karten ausgetauscht von meinem Deck und dann schien es irgendwie besser. Aber ja, das wird heftig, glaube ich. So, wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Ey? Oh. Ich dachte, wir sind ja fertig mit Gong Gaga. Es geht halt hier auch los mit der. So. Müssen wir hier hoch? Ich glaube ja, ne? Ich weiß, jetzt gibt hier so Sachen zum Teleportieren, aber irgendwie bringt einen nirgendwo. Nirgends wäre irgendwie da oben, wenn habe ich so ein Gefühl. Deswegen bringt das irgendwie nicht viel.
Mm-mm. Ich finde das so geil, dass die ganze Gruppe mir hinterher rennt. Ey. Also was Schönes. Final Fantasy 15 war ja auch so, aber da war man nur so viert, ne? Also man selber und drei Charaktere, ne? Und dann hin und wieder gab es noch einige Gastcharaktere. Da waren immer so putzig hier die kleine Schwester von einem der Hauptcharaktere hat einmal begleitet und alle quetschen sie sich da irgendwie da ins Auto. Ja, Mädchen also zwischen den beiden Männers am Rücksitze. So, boah Leute, wie kommt man da hin? Ich finde den Weg dahin nicht. Hier. Oder? Nee. Doch. Nee. Dann tun wir doch mal einen Schnellspeicherpunkt da oben hinpacken oder so. Schnellreisepunkt meine ich. So, wo bin ich her? Ich komme nicht. Oh mein Gott. Ich will nur zu Bogenhagens Hütte hier. Ich nehme an, da muss ich jetzt, bin ich ja vollkommen woanders hier. Jetzt bin ich wieder hier unten. Warum ist denn dann der Aufzug da? Ich dachte, der Aufzug ist nur dafür da. Hey, Leute. Du. Bring mich zu. Wohin soll es gehen? Ja. Bring mich da ein. Wird aber richtig sein, ne? Hi, hi, hi. Okay. Warum hat mein Mikrofon gerade so übersteuert? Und, jetzt bin ich schon wieder hier. Ey, wie komme ich denn da hin? Boah. Wo ist denn der Bogenhangs Hütte? Da war doch direkt am Eingang, oder? Sternwarte, da. Ne? Aber er ist doch da oben rechts. Wo ist denn der alte Mann? Ich finde den nicht. So, hier. Da ist er oben rechts. Ich dachte, die wäre unten links. Ich habe nur das Layout vom Original hier im Kopf. Heilige Güte. So, Bogenhagen. Meister Bogen, alles im Hagen. Opa, was machst du hier? Oh, das will ich dir gerne sagen. Ich suche alles zusammen, was ich brauche. Ich gedenke nämlich, etwas Feldforschung zu betreiben. Das habe ich schon viel zu lange nicht mehr getan. Ja, aber das können wir doch für dich machen. Du solltest nicht mehr irgendwo allein rumlaufen, Opa. Also ich muss doch sehr bitten. Ich bin so fit wie lange nicht mehr. Siehst du, ich hab's doch gewusst. Deine Feldforschung übernehmen wir. Und du ruhst dich aus. Nun ja, wo ihr schon mal hier seid, ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Keine Angst, Opa, ich mach das schon. Ihr dürft mir helfen. Gut, was sollen wir tun? Wisst ihr, es gibt da etwas, das mich sehr beschäftigt. Diesen Bericht habe ich verfasst, als ich früher einmal die hiesigen Lebensquellen untersuchte. Sieht ungewöhnlich aus. In der Tat. Der Lebensraum, ich habe es mir total angeschaut. Ständiger Bewegung, stets im Wandel. Aus eben diesem Grund entlädt sich seine Energie auch immer an wechselnden Orten. Allerdings hat unsere Forschungsgruppe jüngst etwas sehr Besorgniserregendes entdeckt. Den Todesstrom. Nun, vielleicht könnt ihr ja etwas Licht ins Dunkel bringen. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr euch an diese Orte begeben und dort die Makrowellen mit meinem Messgerät. Ich habe jetzt Mikrowellen gelesen. Alles klar, machen wir. So, such mit Hilfe von Bogenhagenszeichnung Lebensquellen nach dem vertrockneten Lebensquellen. Alles klar. Wenn wir eine andere Quest auch direkt annehmen, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht müssen wir irgendwo anders hin. Fokussieren wir uns erstmal auf eine Quest, ne? Okay, Wise 3.0, Version 2.0. Also, das ist der Kartenspieler. So. Ach, der sagt mir gar nicht, wo das ist, ne? So.
Oh Gott. Was ist das denn? Zoomen? Kann ich mal zoomen? Ja. Ah. Irgendwo am Wasser und dann ist da. Das sieht irgendwie nicht aus wie Cosmo Canyon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe heute nicht die ganze Karte hier aufgedeckt, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ist das der Cosmo Canyon? Hm. Dieses Zimmer könnte auch mal wieder aufgeräumt werden. Die Lebensquelle im Vorspricht Nummer 1 zu Razzis. Seid ihr wirklich Cosmo Canyon? Warte mal, Lebensquellen. Muss ich ja nicht einfach nur die Lebensquellen suchen? Okay, mit dieser Quest kommen wir irgendwie gerade nicht weiter, habe ich so ein Gefühl. Also wir müssen so oder so da raus. So, ja, weglegen will ich die, mein Gott. Na gut, dann nehmen wir die anderen auch mal an. Guck mal, was wir da machen müssen, ne? So, jetzt geht das schon wieder los hier. Da muss ich dahin. Jetzt bedient euch schon. Nein, nicht dich. Dich. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wird ja wohl am Eingang irgendwo sein, ne? Okay. Oh, ein bisschen langsamer Einstieg hier gerade. Ah, was soll's, ne? Ich habe lieber so weitläufigere Städtchen und all das. Na gut, was haben wir denn hier noch? Robert Simmels, Cosmo Canyon, Simonarraum, alles klar. Jetzt muss ich schon wieder dahin, ne? So, Seminarraum, ne? Hab ich gerade gelesen, ne? Seminarraum. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll so, wenn das jetzt falsch ist, dann. Ein vorsichtigen Besen und ein Kehrblech. So. Wer braucht hier Hilfe? Ihr seht wichtig aus. Ich lebe oben. Ihr seid die Freunde von Nanaki, richtig? Verzeiht bitte. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name lautet Cäsar. Cäsar! Es ist so. Seht ihr dieses Ungetüm, welches schon seit grauer Vorzeit als Vorbote großen Unheils bekannt ist? Es wurde in der Nähe des Tals gesichtet. Ja, das klingt easy. Einfach mal erledigen. Furchtbar. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Vorbote beobachtet wurde. Doch bis zum heutigen Tag hat unser Planet noch jedwedes Unbill abwenden können, das ihm und damit auch uns drohte. Dieses kosmische Himmelsereignis, das ihr hier auf den Bildern erkennen könnt, ist Zeugnis des Sieges des Planeten über das Unheil. Ist die Gefahr gebannt? Bro, das sind einfach nur ein paar Sterne. Auf die Erde hernieder. So hell, dass sein Strahlen selbst am Tage zu sehen ist. Ich kann nichts erkennen. Das ist ja auch hell gerade. Ich muss dazu sagen, dass diese Bilder nicht hier, sondern an weit entfernten Orten aufgenommen wurden. Hab ich den Fotograf eigentlich hier schon gefunden? Dass der Sternenschauer bereits woanders in unserem Tal niedergegangen und mittlerweile erloschen ist. Machen wir uns auf die Suche? Du gibst doch eh keine Ruhe, bis wir gehen, oder? Oh, ah, gibt's ja eine Quest, die ich vermasseln kann. Irgendwie Aris' Quest tue ich immer nicht mit Sternchen abschließen. Jener Vorbote des Unheils wurde an drei verschiedenen Orten gesichtet. Gut. Schickt mich um die ganze Welt, ich muss sowieso erkunden. Dort in der Nähe herniedergehen wird. Hier, nehmt diese Referenz und war der nicht schon wieder so ein Bild? Mit euch. Fangt den Sternenschauer in gleicher Weise ein und bringt uns dann die frohe Kunde. Möge der Planet euch alle Zeit schützen. Ich muss jetzt schon wieder eher so einen Zettel haben, ne? Ah. Oh Gott.
So, habe ich den Fotograf schon? Nee, hier ist er. Rico. Ja gut, jetzt kommen wir da raus in die Welt. Das ist ein Kartenspieler, kümmern wir uns irgendwann. So, gerade wo ich irgendwie fotografieren gehört habe, ich mir so gedacht, ich brauche ja noch einen Fotograf hier, ne? Oder habe ich schon mit denen? Aber habe ich schon, okay. Vielleicht findest du ja noch andere gute Fotomotive. Habe ich wie Nibelheim aussehen werden. Nibelheim war nämlich verlassen im Original. Deswegen würde mich das überraschen, wenn da auch irgendwie Leute sind. Hier ist er. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Weiß nicht. Dann können wir hier raus. Höhle, Energie, nein. Flugparcours. Ich wüsste, wie ich hier so unten hinkam. War da nicht irgendwo? Hier war da, ne? Ja, genau. Hier waren diese Windmühlen. Okay. Dann raus in die Welt. Erkunden. Chocobo, wir sind alle Chocobos. Ich bin ein Chocobo und du bist es ebenso. Sehr gut, Juri. Oh, ich wünschte, sie hatte so viel Charakter im Original gehabt. Na? Boah, Leute, verwirrt mich nicht immer. Ich denke mal, es ist eine Chocobo-Haltstelle, so ein kleines Küken. So, dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Das sieht ein bisschen aus wie die Coral-Region, wenn ich ganz ehrlich bin, weil halt auch Wüste hier ist. Ja, ich finde alle Wüsten sehen gleich aus. Ich bin ein Wüstisch. Ah, was gibt's hier? Ah, perfekt. Ja, hier sind ja auch die Hasen. Und hier ist mein Schatz. Und die Hasen verschwinden, sobald ich den Schatz ausbuddel. Reisender, du hast unseren Schatz gefunden. Da waren hier nicht ein paar Kaktoren rumlaufen, da weiß ich auch nicht, ne? So, gehen wir zu dem nächsten Funkturm erstmal, ne? Da ist er schon, ne? Was hat der denn nicht gerade? Ne? Erstmal die Funktürme alle, ne? Damit wir erstmal wissen, wo alles ist, ne? Da sind ja schon Kakteen überall, ne? Also müssen ja auch Kaktoren rumlaufen, oder? Ich war immer noch ganz normale Kaktoren zum Analysieren. Ich weiß nicht, dass mir noch keine über den Weg gelaufen sind hier. So. Funkturm der vertrockneten Oase. Ey, oh Leute. Oh Gott. Was ist denn hier? Ja, ich habe hier. Okay, los geht's. Da kann ich euch ketten, ja. So, ich muss noch seine Dings hier lernen. Da, das ist mal die Mokebox, die haben wir noch gar nicht gesehen, so wenn die Gegner mal zu schnell verrecken. Da, Alexander im Hintergrund. Ach, der war doch da. Aha. So, ausgezeichnet. Cloud, du wirst gerade verfolgt von jemanden. Okay, cool. So, kann man Kate wieder rausnehmen. Und ich würde sagen, wir packen weiter Eris rein, weil sie ist ja irgendwie verbunden mit dieser einen Quest, ne? So, da war easy. Er ist gezeichnet. Das ist ein Remix vom normalen Weltkartenthema. Also das Weltkartenthema, das wir im ersten Gebiet hatten. Und was das Weltkartenthema im Original ist.
dun, 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 dun. Das war ehrlich gesagt immer noch mein Lieblingskampfthema, das erste. Deswegen ist auch das zweite Intro von meinen, von diesem Projekt immer noch eins meiner Lieblings, wegen der Musik. Diese epische komponierte Version vom Weltkartenthema. Ja gut, das hört sich grad, so wie ich da gerade gesummt hat, hörte sich das auch ein bisschen an wie als Kampfthema von Final Fantasy 15. Aber das hatte auch ein gutes Kampfthema. Das war ein Remix von dem Kristallthema, glaube ich. Was ist das Kristallthema? Ich glaube ja, ne? Also dieses haben sie so eine epische Version gemacht im Final Fantasy 15, so So, ich will hier oben hin, da komme ich nicht hin. Okay. Genau, fliegen kann ich ja eher, ne? Ich nur wissen, wie man macht. Das ist ja schon wieder ein Funkturm. Die sind alle so nah beieinander. Wie viele gibt es hier? 6 Stück, so wie immer. Flugparcours. Ich dachte, da steht Flugakkur. Was bist du? Haben wir gegen dich schon gekämpft? Was zum... Höchstens sage hin. Ja, die hat man schon, ne? Aber das eine Viech will ich. Griffin haben wir noch nicht. Hey, den habe ich als Karte reingepackt. Das ist diese Karte. Das ist das Monster, das ich als Karte reingepackt habe in mein Deck, die man auf andere drauflegen kann. Mein Gott. Ja, bitte auf den Griffin. Zack, zack, aber ich heile mich wieder hoch. Sehr gut. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Ja, die rechte Haltung schon wieder voll. So, ich nehme an, Red redet jetzt die ganze Zeit so, ne? Meinetwegen, ne? So. Da. Ach, ist die Heilung noch durchgekommen? Ich glaube nicht. Ich stehe auf so Gradzeiger. Was ist ja für so ein Geklimper? Ich höre ganz so Ding. Ja, genau oben. Also nach links muss ich. Muss ich sagen, warum geht der nicht weiter? Wie bin ich hier hingekommen? Ich komme nicht mal weg. So. Das ist irgendwie cool, ne? Du hast, die wurden am Anfang des Spiels hier solche Sachen vorgestellt, so, oh, in jedem Gebiet befinden sich Funktürme, in jedem Gebiet, guck mal, wie nah die beieinander sind. In jedem Gebiet befinden sich Funktürme, in jedem Gebiet befinden sich Gegner, Lebensquellen und, oh, Mogel raus. Ich glaube, da will ich jetzt nichts hin. Aber von denen kriegen wir immer so Fähigkeitsbücher, wenn unsere Charaktere stärker werden. Naja, ich glaube, da möchte ich so früh wie möglich haben. Ja, ne, und dann kann man sich irgendwie so eine Route aufbauen, ne? So, ich hole mir als erstes das Mogi-Räuschen, weil die verkaufen immer diese Fähigkeitsbücher für die Charaktere, ne? Wenn ich das als erstes mache, dann bin ich natürlich sofort so früh wie möglich stärker, ne? Schön. Macht schon Spaß. Ich habe mich bisher noch nicht hier hingesetzt und mich irgendwie, weiß nicht, durchgequält. So, oh nein, ich muss ein Part aufnehmen. Oh. Ich hab mich bis jetzt jedes Mal gefreut, wenn ich Final Fantasy 7 weiterspielen kann. Die einzige Mal, wo ich mich nicht gefreut habe, ist, wo mein Hals weh tat. Da habe ich mir gedacht, so, oh Gott, aber da habe ich mich auf gar keine Aufnahme gefreut. Aber jetzt bin ich wieder zurück, jetzt nehme ich wieder ein Part pro Tag auf Final Fantasy 7. Ich tue allgemein ein bisschen weniger jetzt hier hochladen, hat man wahrscheinlich schon gemerkt, ne?
Am Anfang waren es ja jeden Tag ein paar. Naja, aber jetzt muss ich ein bisschen meinen Hals schonen. Und muss vielleicht mal ein oder zwei Tage Pause machen, bis ein neuer Part kommt. Aber es geht immer wieder weiter, ne? Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Ich glaube, das ist da oben. Ich glaube, es ist da oben. Aber ey, jetzt geht er voran. Wir sind bei 71% anscheinend von der Story. Das Spiel wird eigentlich schon noch ein bisschen weitergehen, also ich glaube nicht, dass jetzt hier die restlichen 29% hier in Nibelheim hier, weil das ist eine ganze Menge noch irgendwie. Ich glaube nicht, dass in Nibelheim hier die Story schon vorbei sein wird. Was gut ist, ne? Weil freue ich mich. Hey, warte mal, ich kann einfach mal Schokomo nehmen. Ja, die können auch fliegen. Ich wüsste, wie man das macht, ne? Ja, okay. Alle ja sind immer so Sprungschanzen, ne? Die man benutzen muss, ne? Mein Gott, was ist das ja? Genshin Impact, wenn du am Klettern bist. Ach. Ist das irgendwie, weiß nicht, Genshin Impact, wenn die Charaktere am Klettern sind und die ganze Zeit so Stöhngeräusche von sich geben? Beim Lisa immer. Wir wussten genau, was sie damit gemacht haben. So, wo sind die restlichen Schätze hier? Oh, haben wir ihn hier. Komm ich da hin? Kann ich da kaputt machen? Wie hat meine erste Reaktion ist, ne? Ja, komm schon, da kann ich doch runter. Hier auf der anderen Seite ist aber, glaube ich. Was ist das hier für so eine Cowboy-Musik? So wilde Westen-Musik ist das hier. So, ich sehe keinen Eingang. Ich sehe keinen Eingang. Komm ich da rein? Stimmt, von da oben, ne? Aber wie komme ich da wieder raus? Muss wahrscheinlich hier an einigen Dingern so reinfliegen, ne? Gott. Na, hoffen wir mal, dass ich daran denke noch, ne? Wenn ich da oben bin, durch die Gegend am Fliegen bin. Guck mal, das Mogi-Räuschen. Das Mogi-Räuschen ist, glaube ich, da oben. Verdammt. Oh mein Gott. Na, warte, ich sehe, ich sehe. Das ist ein Schokobo, sehe ich gerade. Kleiner. Nein, ich meine nicht die, auf die ich gerade am Reiten bin. Die habe ich auch gesehen. Die habe ich auch bemerkt, keine Sorge. Ich habe bestimmt hier einige von diesen Schätzen hier verpasst, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alle hier im Laufe des Spiels gefunden habe. Nee, sind bestimmt so die Sachen, die ich hier verpasst habe im Laufe der Zeit, ne? Irgendwo habe ich auch ein Notenblatt vergessen. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, das müsste bestimmt in irgendein Gebiet sein. Ne? Was war denn das letzte Gebiet, wo ich war? Gongaga, ne? Habe ich da ein Notenblatt irgendwo? Da war auch kein Klavier. Die sind immer bei den Klavieren eigentlich, ne? Ich muss mich mal umschauen. Oh, eins habe ich doch verpasst. Okay, Juffi. Die Hitze macht dir zu schaffen, nehme ich an. So, alle Wege führen nach oben, habe ich so ein Gefühl. Also ich muss mal irgendwann da oben hingehen. Wäre vielleicht eigentlich besser, wenn ich da als erstes hingehe, ne? Weil von oben kann ich alles erreichen, ne? Was sind das? Habe ich die schon mal? Hey, euch kenne ich. Euch kenne ich aus dem Original. Ja, genau, die Viecher kenne ich. Genau. Die haben so auf dem Boden gehauen und so eine Welle auf einen geschossen. Die habe ich wieder erkannt. Oh. Zwar nicht in der Farbe,
Ah ja, die kenne ich noch. Die kommen mir aus dem Original bekannt vor. Cool. Ich zähle auf dich. So, ich sehe an, ich sehe, ihr seid anfällig gegen Frost. So, Leute, der macht immer einen Rückwärts. Boah, Leute. Ey, könnt ihr auch hören? So, mach mal frostiges Gebrüll. Das ist ja ein Konter, ne? So, warte mal, wenn ihr anfällig gegen Eis seid, ne? Dann weiß halt auf alle. Ja. So, das haben wir. Jetzt müssen wir noch schnell erledigen. Oh. Ich krieg den ja voll aus dem Kampffeld raus, wenn es weitergeht. Ha! Vielleicht den anderen Konter, aber okay. So, cool. Stufe 40. Cool. Das ist, glaube ich, die ersten Gegner, die ich erkannt habe hier. Wieder erkannt habe vom Original. Mein Schoko ist direkt da. So, ich muss irgendwie nach oben. Wie komme ich da oben hin? Ich könnte ja mal mich irgendwo Parcours Nummer 1, das ist aber ganz nah am Anfang. Gehen wir mal rein. Hab's auch irgendwo oben. So. So, hier ist schon mal falsch. Genau, von hier war da irgendwie so eine Sprungschanze, ne? Muss ich einfach darüber springen, ne? Genau, und dann springe ich von da aus dahin, ne? Gott. Foto Location, oh, perfekt. Einfach irgendwas. Wie funktioniert das Ding nochmal? Naja. Also sowieso verwehrt, dass die mir irgendwie eine Kamera gegeben haben für diese eine Quest, ne? Aber ich nehme an, dass es dafür, falls falls der Spieler nie irgendwie die Kamera für... Mein Gott, Yuffie. Ich nehme an, dass es dafür gemacht, damit falls man nie irgendwie Rico irgendwie begegnet ist hier, ne? Und man die Kamera irgendwie von ihnen angenommen hat, ne? So, irgendwie geht's hier nicht weiter. Okay, was soll's? Das ist eine Chocobo-Altstelle. Da unten habe ich die schon nicht. Ja. Ist das hier? Foto der Sternschauer. Ist da irgendwo? Na, nicht die Hauptstory, ne? Okay, ich habe so ein Gefühl, das ist irgendwie hier so. Ne? Okay. Das ist schon maximal ein bisschen verwirrend. Warte mal, wenn ich auf so einen Ventilator drauf gehe, ne? Kann ich da einfach ohne, wenn ich fliege, irgendwie so da hoch? Ja, kann ich sogar. Und nun? Okay, nochmal. Muss doch gucken, wo ich hin muss damit. Nein, boah. Okay, warte mal, geh mal da ein. Komm ich da hinten hin? Komm. Oder da hin? Irgendwo. Irgendwo. Nein. Geh mal da hin. Oh, das ist eine Truhe. Alte Badestätte. Und hier ist eine Dings. Okay. Bisschen ungeplant, aber okay, ist noch nicht mal verzeichnet auf der Karte bei mir. Aber nehme ich, ne? Zur Not frisst der Cloud fliegen.
Alle Dinger wieder am Leveln. Cloud. Diese wilde Westenmelodie. Ich wollte. Schiff, was? Wo ist denn ja Wasser? Ist das dann der Ort, wo ich da irgendwie hin muss für Bogenhaken? Das sah nämlich auch aus wie Wasser. Dann warte ich erstmal, bis ich die ganzen Synthese-Chips hier eingesammelt habe, bevor ich hier. Ich wollte sowieso gerade irgendwie mal bei Synthese nachschauen, ob ich da wieder was herstellen kann, aber. Hast recht, lass erst bei den Synthese-Chip und so was alles hier absahen, dann gibt es ja wieder neue Sachen zum Herstellen, ne? So, eine Truhe habe ich gerade gesehen. Oh, ne. Da. Ich finde aber, die hatten irgendwie in den Truhen was Besseres reinpacken können, so Elixiere und so, ist ein bisschen. Wie nur so was anderes hier zum Sammeln, irgendwie, keine Ahnung, was Wichtiges. Also Gebrauchsgegenstände finde ich mal lahm in Dings reinzupacken. Ist sie immer noch nicht doch. Ich bin euch auf der Karte angezeigt. Auch hier bestimmt, ne? Weil irgendwie so Gebrauchsgegenstände in Truhen reinzupacken, sind mal am lahmsten irgendwie. Hätten die vielleicht noch irgendwas anderes so einführen können, ne? So, Esper-Kunde. Ja, genau. Welche Esper kriegen wir hier? Ah, hey, haben wir schon, ne? Neobarmut, ne? Haben wir, glaube ich, schon herausgefunden. Wenn ich mich irre, ne? Oder bin ich gerade am Tree-Pen? Hab ich da unter? Na gut, dann nehme ich die Treppe wie normaler Junge. Ein Hasen, das heißt, da ist ein Schutz. Juffi. Oh Mann. Warum sagt sie hat denn jetzt jedes Mal, wenn wir aufsteigen? Ich hab das Spiel gebackt. Springen auf den Rücken der Hydra. Springen auf den Rücken der Hydra. Springen auf den Rücken der Hydra. So, whoop. Ich dachte, hier wäre ein Höhleingang oder so. So, bitte lass mich da nicht runterspringen. Liebe und Gunst des Planeten. Mein Gott, hat dieser Planet viel Liebe und Gunst. So, wo ist hier? Ich hätte gedacht, irgendwo hier oder das. So, ich springe runter. Und ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Ich finde den Eingang hier nicht. Na gut, daneben nicht. Das ist ja Gongaga, die zweite. In der Unübersichtlichkeit. Bitte nicht. Ich glaube nicht, dass wir zwei Gongagas hier überleben. Schon sagen, die Steine kenne ich doch. In dieser Gegend befinden sich Schreine einer neuen Bahamut-Art. Neo-Bahamut, ein noch mächtigerer Gott der Zerstörung. Sein Panzer ist so rot wie die Böden von Cosmo und die organischen Strukturen auf seinem. Bin ich gut, dass das Ding mir sogar sagt, ich muss das Ding benutzen, um darüber zu kommen. Betrifft er den früheren Bahamut jedenfalls bei weitem. Das Ding ist extra hier hochgegangen, um zu zeigen, so ey, du musst das Ding hier benutzen. Da ist das. So nett von dem Teil. So, dann zeig mal Neo-Barmut. Weil warum Barmut, wenn auch Bio-Barmut, Neo-Barmut, ne? Da, wie Barmut aussieht.
wissen wir ja, ne? Von Final Fantasy 16, das ist ein Drache. Ein schwarzer Drache meistens. Aber ich weiß nicht, wie Neobar mit aussieht. Das ist, glaube ich, rot, ne? So, ja, guck mal hier. Vierk, Dreieck, Vierk. Vierk, Dreieck, Vierk, Dreieck. Vierk, Dreieck, Vierk, Dreieck. Vierkreis, Vierkreis. Ah, okay, ist ja gar nicht so schön. Vierk, Dreieck, Vierk, Dreieck, Vierkreis, Vierkreis. Vierk, Dreieck, Vierk, Dreieck, Vierkreis, Dreieck. Timing. Vierk, Dreieck, Vierk. Vierk, Dreieck, Vierk, Dreieck, Vierk. Nein! Na, wo denn? Achso, er zeigt mir jetzt mal einen Fehler an, ja. So. Okay, Vierk, Dreieck, Vierk, Dreieck. Kreis. Ey! Ah, oh mein Gott. Mein Gott. Das Spiel wird schwieriger an allen Stellen hier. Ey! Leute. Na gut. Ich denke mal, so ein bisschen Abstand hier. Ey! Jetzt habe ich extra früh gedrückt. Hat auch nicht geklappt. Vierkdreieck oder habe ich Kreis gedrückt? Habe ich die ganze Zeit Kreis gedrückt? Ich glaube, ich habe sogar Kreis gedrückt. Verdammt. Oh mein Gott. Kann vielleicht sein, dass ich Kreis gedrückt habe anstatt Dreieck. Okay. Ah ja, es geschafft. Hm. Ja, ich weiß, was ein Ding erkundet. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Damit kann ich die Beschwörer machen. Ja, ja, ich weiß. Das ist, glaube ich, immer der gleiche Satz. Der erste. So, cool. So, jetzt muss ich wieder hier hoch, ne? Da ist er da. Peps das Ding nicht so in mein Ohr rein. Weißt du, wie empfindlich meine Ohren für das Teil sind? So, irgendwie muss ich diese Ventilatoren da benutzen, ne? Ich glaube, ich muss von da ganz oben. Habe ich denn da hin? Vielleicht von hier. Kann ich da einfach hin? Ich glaube nicht. Nein, ich kann da gar nicht. Boah, was ist das denn? Leute. Mein Hirn ist groß und schlau, aber das Spiel macht hier nicht mit. Muss ich auch noch mal machen, merke ich auch gerade. Ich glaube, ich habe nicht alle Punktzahlen da bekommen. Okay. Mein Hirn ist groß und schlau. So. Lass mich da runter. Okay. Na gut, nee, da ist die Protosubstanz. Die will ich noch nicht machen. Aber das sieht irgendwie so aus, das kann man da hoch. Ja. So. What? Hallo? Ihr seid nun ganz in der Nähe. Interessant. Dieser Ort gehört doch zu den Ruinen von Cosmo Canyon. Da wollte ich aber noch nicht hin. Also. Danke, Chatley, aber noch nicht. Oder Substanz ist immer ein Big Deal. Machen wir die immer am Ende erst. Überrascht, dass wir irgendwie Gilgamesh nicht in irgendeiner Form gesehen haben. Wir haben ja dieses Turk-Training gemacht, ne? Normalerweise tut er sich da auch immer irgendwie so eingliedern, so in diese Quest. Boah, guck mal, wie viele Sachen da sind. Das ist eine Lebensquelle. Nein. Meine Güte. Machen wir noch einen Kampf hier, ne? Weil eigentlich die Kämpfe am Ende machen. Okay, Juffi. Was ist mit dir los, Mann?
Meine Güte, was ist denn hier los? Er hat aber unter dem Parcours zu tun. Ja, aber wenn wir schon mal hier sind. Der ist ganz schön groß, ey. Schnabel voll, was? Oh Gott, ich bin fast tot. Das sehe ich gerade. Ich erinnere mich irgendwie an diesen einen Skorpion, was aus Jedi Survivor. Okay, Ich zähle auf dich. Ich leg los. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo jemand der anfällt. Jetzt Cloud. Nein. Oh mein Gott, beide haben mich geil. So. Ich mache erstmal euch Platte. Oh mein Gott. Was für ein Schaden, der Typ. So. So, Blutzahn. Zack. 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 Jetzt zeige ich euch, was ich kann. So, und tut es mal. Phoenix. Ja, warum nicht? Habe ich gesehen, jemand, der nochmal anfällig ist. Ja. Aha. Was ist denn hier? Aber den kann man nur ein Magiekreis von diesen Art ausrüsten. So, nehmen wir mal ungezähmter Aufstand. Ah. Aha. Ich sehe gar nicht, was hier gerade passiert. Ach, aber Phoenix, ich wollte schon sagen. Entfesselte Offensivhaltung. So, ich wusste, du bist voll. Du bist immer voll, wenn ich auf dich gehe. Seine rechte Haltung, meine ich. So, oh, Phoenix, genau. Lebensflamme. Aber wir haben alle geil, sehr gut. Ich dachte, das ist noch bei Dings hier. Bei Wiederbelebung und so. Aber Finger weg von der. Ich verstehe nicht, wie diese Angriffe funktionieren, ne? So, was eigentlich mit ihrer zweit? Haben wir die schon mal je gesehen? Mal Blütensturm. Ich glaube, wir haben noch nie ihre zweite gesehen, oder? Übernimm du. Ihr wird ja freigeschaltet, wenn man einmal Dings einsetzt. Ne? Segen des Planeten. Immun gegen physischen Schaden. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen haben. Fähigkeit. So, und dann machen wir Atomisator, genau. Wir kommen los. Deine Angriffe machen mir nichts. So, und da ich ja... Was macht hier? Ja, ich bin immer noch immun. Oder? Ja, guck mal, er nimmt gar keinen Schaden. Dann setzen wir mal ein bisschen Magie ein. Wie wär's mit irgendwas? Nichts jetzt auf vollen
vor dem Level. Ja. Dauert. Oh. Machen wir dir für der Sternschau aufzeichnen vor zu diesem besonderen Naturphänomen. Und mindestens 80%. Okay. Schnell, mach ein Foto. Aha. Oh Gott, das ist auch wieder. Zoomen. Was? Ich will verbrechen. Warte mal, ich sah da irgendwie von einem bestimmten Winkel oder so, ne? Genau, von hier. Will die Dinger bekommen. 6, davon wurde Perspektive muss ich halt machen. Muss er auch im Bild sein? Noch viel weiter. Wie weit muss ich noch gehen? Heute. Wieso ist das Foto besser, wenn ich davon weggehe? Warte. Das Ding ist noch nicht mal in der Mitte. Macht doch gar keinen Sinn. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich gehe genau auf das Ding, ne? Zum Glück ist das nicht, geht das nicht weg. Alter. Sehen euch mal annähernd so aus. Gott. Ah, dieses Ding verwirrt mich voll. Ach so, oh ja. Hat er solch nachempfinden? Nein, komm schon. Oh Gott. So, krieg ich auf. Na komm. Na, 93%. Ja. Sieh mal an, Cloud, was du so alles kannst. Barmut. Lass uns auch woanders schauen. Okay. Oh Gott, das mit den Foto machen finde ich irgendwie doof gemacht hier in dem Spiel. Ist so verwirrend. So, ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas erreichen kann. Da taucht er jetzt an den ganzen Stellen auch nochmal auf. Und da habe ich gerade zufällig den Ort gefunden. Ihr seid Gegner, ja, ne? Aber die auch noch. Im Chocobo halt irgendwo. In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer. Ah, oh, lass dich nicht versteuern dann. Oh. Verdammt.
Oh Gott. Also ja, die Sange versteinert mich, ne? Ja, schon wieder Eis, sehr gut. Oh Gott. Weiß nicht, was du da machst. Ich bin die ganze Zeit mal ausweichen und bringt nichts. Was? Suppentopf? Lass mich mal. Oh mein Gott. Da war Schaden. Sag noch mal. Boom. Ja. Ich hätte dich versteuern lassen im letzten Moment. Sehr gut. Okay, das lief gut. Ich habe schon wieder überall so kling kling. Was ist denn immer? Okay. Das lief sehr gut. Irgendwo habe ich ein Schokobo gerade gehört. Ja, da kannst du auch aufklettern, ne? Ist klar. So, da, guck mal. Was ist da für Geräusche? Geh noch näher an die Gegner ran. Oh, hier rein. Mein Gott, was ist denn für eine Haltstelle? Wer tut dann freiwillig hier eine Haltstelle im Patient? Okay, dokeli. So, ist noch irgendwas hier in der Nähe? Wenn wir schon mal hier sind. Irgendwie nicht, ne? Einfach nur hier so. Okay. Gehen wir mal zu Chatley und guck mal, was der für Sachen hier. Ne? Muss mich sowieso hier heilen und so, ne? Vielleicht mal hier die Waffen abchecken. Aber Chatley mal hier vorbeischauen. So, ey, hör mal, ich hab ein paar Punkte. Vielleicht hat er ja coole Materie oder so zur Auswahl. Ich empfinde, der ist genau da vorne, sehr gut. Cloud. Ist das zu glauben, Cloud? Wir sind tatsächlich in Cosmo Canyon. Ein langjähriger Traum wird endlich wahr. Die Planetenkunde bildet in vielerlei Hinsicht einen Gegenpol zu unserer Makrogesellschaft. Zumindest ein Staubsauger dabei. Wir einiges lernen. Ich habe jedenfalls vor mir, hier so viel Wissen wie möglich anzueignen. So, was haben wir, du ja, ist das Toxin und Gestein. Was? Ja, damit. So, oh nein, ich hatte Sprung. Ah, cool. Ein Dragoner-Move. Ich hätte mir vielleicht die anderen Sachen erstmal anschauen. Ring hat ETB nach drei verschiedenen Kommandos. Sprung, das ist eine coole Fähigkeit. Wenn wir jetzt nur einen Lanzenkämpfer hätten in der Gruppe hätten, ne? Set. Man weiß nie, was auf einer Reise alles passieren kann. So. So, Dings hier in den Quests sind wir jetzt leider nicht so vorangekommen, aber okay. So, einige Charaktere haben 15 Punkte. Was soll ich? Wo ist hier ein Dingen zum? Ich kann mich nicht da hin teleportieren. Oh Gott. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Marktplatz, ne? Da muss ja wohl richtig sein, ne? Aber frag mich, ob man die Waffen auch irgendwann kaufen kann, wenn man die verpasst hat. Lass mich eins im Vorfeld klarstellen. Meine Ware verkaufe ich nur an besondere Kunden. Dann machst du. Dann machst du aber, willst du aber nicht so viel Geld machen, Kollegin. So, sag mal. Unser Laden ist genau der richtige Ort, um seine Fälle. Ja, wohl einige Leute irgendwo lernen können, ne? MP Maximum, MP Regeneration, TP 200. Dann durch Synchro-Aktionen oder Synchro-Fähigkeiten. Erhöht die Aufladung Limitless bei erfolgreichen Blocken.
Visionssynthese mit Red. Und dann ich fange an, so ein Fan von diesen Synchro-Fähigkeiten zu werden. Ja. Oh, letzter Schliff, Limit der Stufe 3. Okay. Spoiler. Okay, ich nehme an, wir müssen hier als nächstes hin, aber da können wir irgendwie. Vielleicht soll ich mit ihm noch sparen. Vielleicht sollte ich echt noch sparen, weil die Level der Charaktere sind hier. Obwohl, das dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen, ne? Machen wir erstmal. Gucken wir erstmal. MP Maximum. Vernichtung. Ja, können wir uns hier voll spoilern, schon bei den ganzen Limitangriffen. Sie hat aber auch nichts Interessantes hier gerade. Warum kann ich das hier nicht lernen? Also Visionssynthese. Eisige Verkettung. Ah, das, ich tue mal nicht klauen, Mann. Tifa, irgendwie bist du am weitesten hoch. Ich glaube, ich sollte erstmal warten, bis die Gruppenstufe hier hochgelevelt ist, ne? Ich habe das Gefühl, wenn ich das Gebiet hier erledige, werden wir es schaffen, ne? Weil wir sind jetzt hier schon bei. Wo sieht man das? Hier sieht man das nicht. Hier sieht man das auch nicht. Hm. Sehen wir mal die Gruppenstufe. 320. Das heißt, wenn wir noch 80, obwohl da ist doch noch ein bisschen. Ach, vielleicht am Ende schaffen wir das hier, ne? Mal schauen, keine Ahnung. Wird schon irgendwie. Ja, noch nicht alles erkundet, ne? Wir haben gerade erst angefangen. Gut, aber ich würde sagen, da wir gerade von Anfang reden, reden wir mal von Enden, ne? Ich spende nämlich hier gerade den Port und in der nächsten Folge werden wir mal, habe ich schon mal mit dir irgendwie geredet, ich glaube, ich komme dir nicht bekannt vor. Hast du Karten? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Geld hier anfangen soll in dem Spiel. Gut, ich würde sagen, ich beende ein paar Tier. In der nächsten Folge machen wir weiter mit unserer Erkundung. Schaffen vielleicht hier die ganzen Quests ein bisschen voranzutrauben. Trauben. Voranzutrauben. Voranzuweintrauben. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Erkundung. Und dann schauen wir uns hier mal um und gucken mal, was wir neu kriegen. Funktürme, Kampfplätze und all so was. Nee, wir haben von allen so ein bisschen was heute gemacht. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann schon wieder weiterkommen. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Der Lebensstrom war in der Urzeit sehr kräftig und hat das Gestein hier ausgewaschen. Korrekt. Formation. Sehr interessant.